Das würde dich einiges kosten. Das kannst du auch billiger haben. You still enjoy ice hockey, you still have a lot of fun, you're now 36 years old and you're acting on the ice like a 20-year-old boy. Oh, how does it come? You paid me for this. 100 marks in my pocket, thank you. Es war die erste Saisoneröffnung hier in Frankfurt. Frankfurt liegt in Hessen. Herr Schäfer, mal eine ganz persönliche Frage. Wissen Sie eigentlich, was ein Bembel ist? Oh Gott. Also ich glaube, das Ding läuft mir nach. In den letzten zwei Tagen, wo ich hier in Frankfurt bin, haben mindestens 5 Leute versucht, mir zu erklären, was ein Bembel ist. Erklären Sie es uns doch bitte mal. Ich habe es immer noch nicht richtig verstanden. Muss irgendwas Furchtbares sein, so ein Gefäßart, wo irgendwas reingegossen wird. Es muss wohl früher eine Bedeutung gehabt haben, aber die Frankfurter, so wie Sie jetzt auch, machen immer den Eindruck, als ob das eine neueste Erfindung wäre, die, weiß der liebe Himmel, welche Fröhlichkeiten auslöst. Aber ich habe noch keinen Bembel gesehen, also zeigt da endlich mal so ein Ding. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Fredel Fesel, und der hat ein Lied komponiert, den Königslotter. Und den will ich euch jetzt singen und vorjubeln, okay? Ein König ging zum Jagen, er ist schon lange her. In seinen grünen Wäldern tat ihm das Herz so weh. Da hört er ein Singen.
Champion, the best boxer in the world is Rick Hayward, and he got more money from me than from the Frankfurt Lions. Okay, you know, you understand me. I want Rick Hayward and nobody else. Okay, the best boxer in the world is Rick Hayward, and he got more money from me than from the Frankfurt Lions. Okay, this is Rick Hayward. My box champion, the number one in the world. And I'm Don King, okay? That's all that you let me be. Oh,
Toe Blake. Oh, it's Toe Blake. Ah! Oh, oh, yeah, okay. Yeah. What happened there? What's wrong with that canal? Okay. Okay, also. Bernie, weißt du, dass du ein Stück Fernsehgeschichte geschrieben hast mit einem Interview im Hessischen Rundfunk mit deiner Hanson Brothers Verkleidung? Ich weiß nicht, das war einfach zu intelligent, aber es war unsere Halloween-Party und ich und die zwei anderen Hansons, wir wollten nicht weg von der Party, wir wollten einfach die Interview machen und zurück hier kommen. Okay, spielen die Hanson Brothers eigentlich noch aktuell? Oh, wer ist das? Fabrice Lori, unser Keeper. The Spice Girls. Eines der Spice Girls. Wer ist das? Mel? Oder wer bist du von den Spice Girls? Who are you? Which Spice Girl are you? Baby Spice Girl. Baby Spice Girl. Beautiful little baby. Okay. Ja gut, ich habe es auf dem Steve gesehen, die Scheibe, und habe ich gedacht, ja jetzt, das, was wir auch im Training trainieren, weil jetzt das rote Linie abseits wegfällt, in die Mitte der zwei Verteidiger reinzulaufen und den Pass zu bekommen, und er spielt den Pass auch, und dann war ich im Schwung und dann hatten eigentlich die Verteidiger nur noch die Chance, mich zu halten, zu faulen, und ja gut, ich bin durchgekommen und habe abgezogen.